Wir sind hier, um dich abzuholen. Unterwegs können uns Infizierte begegnen. Okay, aber wer seid ihr überhaupt und warum wollt ihr mich abholen? Ich halte dich von ihnen fern. Und jetzt komm, wir haben nicht ewig Zeit. Okay, dann wollen wir mal gehen. Achso, der geht hinter mir und der andere vor mir scheinbar, aber... Junge, was ist mit diesem Dorf passiert? Das war doch mal heil, das war doch mal ein Menschendorf, oder nicht? Hä? Warum brennt hier alles? Das ist ja mega komisch. Diese Ortschaft wurde zerstört. Hier wohnten einst Menschen. Jetzt ist die Burg dort vorne ein Außenposten der Monsterarmee. Nein. Was ist mit den Menschen passiert? Wurden die überfallen? Aber von wem? Wir versuchen sie zu verteidigen, solange wir können, aber die Infizierten rücken immer näher. Oh mein Gott. Sag mal, hat Tristan euch geschickt? Stimmt, Tristan hat gesagt, dass ihr jemanden schickt, der mich abholt. Denn seid ihr das bestimmt, oder? Ladies and Gentlemen, erstmal Ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Zombie. In der letzten Folge waren wir im Zentrum der Monster, haben dort Tristan getroffen und haben uns eine zombie-sichere Rüstung besorgt. Und zwar... Was? Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich die Rüstung an. Renn! Wohin denn? Okay, ich renne. Nein! Wo kommen die denn auf einmal her? Das sind Zombies, Leute. Das sind Infizierte. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Nein. Die Infizierten sind hier. Wir müssen uns beeilen. Das gibt's ja gar nicht. Wenn wir von denen einmal getroffen werden, können wir... Ich weiß, diese Rüstung, die ist zwar sicher, aber die ist nicht hundertprozentig sicher. Um Gottes Willen. Können wir nicht da rein? Können wir nicht in die Burg gehen, bitte? Wir müssen in die Burg gehen. Guck mal, da steht doch so ein Wächter. Wie war noch gleich das Passwort? Ernsthaft? Muss das jetzt sein? Kommt schon, bitte. Oh, Gott sei Dank. Die Infizierten kommen. Ah, die sind irgendwo da. Okay, Leute. Also jetzt zur Burg. Können Sie bitte aufmachen? Ich würde gerne... Klopf, klopf, bitte. Mach doch einer mal endlich auf. Wir müssen rein, sonst wären wir noch infiziert oder sowas. Okay, alles klar. Können wir jetzt bitte gehen oder so? Ich würde gerne... Vielleicht sind Aiden und Quinn da oder irgendjemand, den ich kenne. Das wäre voll cool. Komm rein, du wirst drinnen erwartet. Ja, wusste ich's doch. Schönen guten Tag, Sir. Schönen guten Tag, Ma'am. Hallöchen, alles klärchen. Hier sind ganz schön viele Wachen irgendwie. Okay, das ist ein bisschen komisch. Ist es nur ein militärischer Außenposten oder was ist das hier für ein... Ja. Dort vorne ist die Wache. Rede mit den Polizisten. Von jetzt an sind sie deine Ansprechpartner. Wieso? Ich habe doch nichts verbrochen. Oder habe ich was verbrochen? Okay, dann ziehe ich mal jetzt meine Rüstung aus und dann gehen wir mal zu den Polizisten rein. Hallo? Tag schön. Ich bin Easy und ich wurde hierher geschickt. Der Halbvampir. Geh bitte gleich durch. Okay, habe ich was verbrochen? Warum gucken Sie mich so an? Hören Sie auf, mich so anzugucken. Der hat gesagt, ich soll gleich durchgehen. Okay, dann mache ich das mal. Hallo? Ist jemand hier? Da sitzt ein lilaner Monsterpolizist. Hi, kann ich reinkommen? Oder, okay, komme ich mal rein. Was wollen Sie denn von mir? Ich dachte, ich treffe hier Aiden oder Quinn oder, keine Ahnung, Susanna oder irgendjemanden. So. Du musst der kleine Halbvampir sein, von dem die ganze Monsterwelt spricht. Sag mal, kann es sein, dass Tristan sie gar nicht geschickt hat? Sie haben mich einfach so abgeholt, oder? Was wollen Sie von mir? Bist du nicht schuld, dass das Virus sich verbreitet hat? Du und dieser Tristan? Nee, das haben Sie ein bisschen falsch verstanden. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir versucht haben, das Virus aufzuhalten und den Patron aufzuhalten. Doch, hören Sie auf, zu den Kopf zu schütteln, das stimmt. Man hat euch gesehen im Zentrum. Was ist dort vorgefallen? Okay, ich habe Hallo gesagt und er hat auch Hallo gesagt und... Dann sind wir unserer Wege gegangen. Ich weiß nicht, was Sie mir da jetzt gerade vorwerfen und warum Sie mich hier festhalten, aber das ist alles völliger Blödsinn, ja? Gibt es noch etwas, das du mir erzählen möchtest? Nein? Kann ich jetzt bitte gehen? Wäre das für Sie in Ordnung? Ich habe was zu tun. Gut, dann war's das vorerst. Du darfst gehen. Aber bedenke, die Zombies lauern überall. Okay,
Ich werde schon auf mich aufpassen. Und es gibt aktuell noch kein Gegenmittel gegen diese Seuche. Keiner weiß, gegen wen sie sich zusammenschließen. Die Zombies schließen sich zusammen? Was soll denn das heißen? Die Zombies bilden die eine Armee oder was? Jetzt geh, ich will meinen Kaffee trinken. Okay. Oh Gott, ist ja schon gut. Ich bin ja schon weg, alles klar. Der hat jetzt wohl zu tun. Okay, Leute, das ist schon mal sehr, sehr merkwürdig hier gerade gewesen, dass wir jetzt hier festgehalten wurden von der Polizei. Aber ein Glück ist da vorne die Tür noch offen. Das heißt, wer hat gerade das Tor zugemacht? Wollen Sie mich eigentlich veräffen? Können Sie bitte das Tor wieder aufmachen, Leute? Hä? Hallo? Klopf, klopf, machen Sie... Können Sie bitte das Tor aufmachen, Herr Wachmann? Ich... Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ich jetzt hier raus darf. Die wollten mich schon einsperren. Wisst ihr was? Wir ziehen uns jetzt hier mal ganz schnell wieder unsere zombiesichere Rüstung an. Und dann suchen wir nämlich jetzt mal Susanna und Aiden und Quinn und das Geheimversteck. Das ist nämlich hier irgendwo im Wald, aber ich weiß nicht mehr genau... Da ist der Polizist. Was wollte der Polizist... Warte mal. Kommt der... Da ist er schon wieder! Was? Okay. Ich habe ein schlechtes Gefühl, deswegen werden wir jetzt ganz schnell einfach mal in den Wald verschwinden und hoffen, dass der uns nicht findet. Okay, 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 alles gut. Wir müssen in den Wald. Ich weiß, dass hier irgendwo in diesem Wald das Geheimversteck ist von Susanna, wo wir jetzt hin müssen, wo uns die Großtante von Susanna gesagt hat, dass wir hier hingehen sollen. Jetzt sind wir endlich da in dem richtigen Wald, aber jetzt müssen wir das Geheimversteck finden. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Hier muss irgendwo der Eingang sein. Hier ist ein kleiner Weg. Da vorne. Hier geht's rein. Okay. Jetzt ganz sneaky. Wir werden nicht verfolgt, glaube ich zumindest. Und schon sind wir da. Aiden, Quinn, Susanna, Hallöchen, Tristan, irgendjemand zu Hause, Cora, wer möchte mit mir reden, wer möchte mit mir spielen, Hallöchen. Ah, wieso ist denn keiner da? Das verstehe... Susanna! Wo kommst du denn her? Ein Glück, wie cool dich zu sehen. Oh, Freunde. Easy, da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet. Okay. Wieso, also haben wir es irgendwie eilig oder sowas? Was ist denn los? Meine Großtante hat mir geschrieben, dass du kommst. Wir müssen von hier verschwinden. Susanna, ich bin gerade angekommen. Darf ich mich erstmal ausziehen? Wieso müssen wir denn jetzt schon wieder von hier verschwinden? Ich dachte, wir können jetzt hier einfach eine Weile bleiben oder sowas. Frag nicht, wieso. Meine Tante hat in ihre Kugel geguckt. Aiden und Quinn sind schon im Hafen. Okay. Also müssen wir jetzt auch in den sicheren Hafen, oder was? Sie sind gestern abgereist. Weißt du, wo Tristan steckt? Ich warte noch auf eine Nachricht von ihm. Nein, aber ich habe das hier aus Quinns Bankschließfach holen können. Tristan hat mir dafür den Schlüssel gegeben, falls das die Nachricht ist, auf die du wartest. Aber sonst, nein, keine Ahnung. Also ich habe ihn kurz gesehen. Naja, ich sehe mal in den Briefkasten. Okay, alles klar. Susanna guckt in den Briefkasten und wir können dann gleich schon wieder weg, oder was? Wir schauen am besten mal. Es sieht so aus, als... Hast du... Ist ein Brief da? Ja? Oh nein! Lies mal, was sie schreibt. Okay, dann geh am besten rein. Nicht, dass uns hier noch einer sieht oder sowas. Ich wurde nämlich so ein bisschen verfolgt. Naja, wir nehmen das einfach mal und machen die Türen wieder zu. Also, sie schreibt... Liebe Susanna, die Zeitung war da. Die Infizierten rücken vor. Sie kommen bald beim Geheimversteck an. Du musst in den sicheren Hafen reisen. Nimm den Halbvampir mit und spielt nicht die Helden. Oh mein Gott. Es gibt nur noch einen Waystone, der zum Hafen führt. Alle anderen wurden abgeschaltet. Ich hoffe, ihr habt Scrolls, sonst müsst ihr ins infizierte Lager. Deine Großtante. Oh mein Gott, Susanna, hast du das gehört? Wir müssen ins infizierte Lager zurück. Das gibt's doch gar nicht. Okay, 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 wir müssen uns beeilen. Die Zombies rücken irgendwie näher oder sowas. Willst du schon mal packen gehen oder... Oh, warte mal, was? Ich gehe mal packen. Hoffentlich können wir bald von hier los. Okay, alles klar. Okay, Susanna geht packen. Hier war aber noch eine dritte Seite. PS, halte dich von Tristan fern. Die Präsidenten vermuten, dass er etwas mit dem Virus zu tun hat. Völliger Blödsinn, wenn du mich fragst. Aber man sollte euch nicht zusammen sehen. Auf ihn wurde ein Haftbefehl ausgesetzt. Deshalb haben die Polizisten mich gerade befragt.
Die haben auf Tristan einen Haftbefehl ausgesetzt. Und wisst ihr warum? Ich glaube, weil er kandidiert hat als Präsident. Und die wollen das nicht. Die Präsidenten wollen die Präsidenten bleiben. Und deswegen wollen die ihn einfach... Ey, das ist so krass. Wir müssen unbedingt auf Tristan warten. Wir müssen hier auf Tristan warten und gucken, dass wir ihn mit in Sicherheit bringen, damit er nicht ins Gefängnis kommt. Aber die Frage ist, wann kommt der? Ich weiß auch nicht, wo Susanna ist. Ich gucke jetzt mal ganz kurz durch, ob hier noch irgendwas ist, was wir mitnehmen müssen oder sowas. Dann helfe ich Susanna ein bisschen beim Packen. Aber hier ist nichts weiter. Hier oben ist auch nichts. Das war mein Zimmer. Könnt ihr euch dran erinnern? Hier sind wir aufgewacht. Am Ende von Minecraft Virus. Hier waren wir. Da lagen wir rum. Und da stehen immer noch die leckeren Kekse. Oh yeah. Okay, cool, Leute. Dann wollen wir mal gucken. Ich gucke mal, wie weit Susanna ist. Und ich frage mich auch, was mit Cora los ist. Cora? Wie bist du da gerade aus meinem Zimmer? Was? Warum boxst du mich? Hä? Cora, was ist denn los? Okay. Cora verschwindet da irgendwie. Was ist denn passiert? Hä? Was ist heute mit Cora los? Warum? Mega komisch? Wollen wir mal gucken, was, wo sie da hingeflogen ist? Wartet mal. Kommen wir hier irgendwie? Ja, wir kommen hier hoch. Okay. Ist ganz sneaky. Wer ist das? Nein, das ist der Polizist. Los, Männer! Ihr habt gesehen, wo sie hin ist. Was? Wir kriegen sie alle! Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 die kommen, Cora! Wir müssen Susanna Bescheid sagen. Nein, wir müssen hier weg. Die kommen hier ins Geheimversteck. Susanna? Oh nein, das darf nicht wahr sein. Wir müssen die Tür verriegeln. Oh, 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 oh. Warte. Hier, okay, okay, okay. Tür verriegeln. Schrank, Schrank, Schrank. Das ist gut. Hier, das noch ab. Okay, Susanna? Susanna, wo bist du? Wir müssen hier weg. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wo ist sie denn? Ist sie unten irgendwo? Susanna, sie packt ihre Sachen, hat sie gesagt. Sie muss hier irgendwo sein. Aber wo? Oh mein Gott. Was? Susanna, wir müssen hier weg. Da sind Leute, da sind Soldaten. Die wollen hierher kommen und die wollen uns mitnehmen. Keine Panik. Ich kenne einen Weg. Wir kommen hier sicher raus. Komm.